Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder auf der Durchreise ein abgefahrenes Taschenmesser, ein Bastinelli Knives, und zwar der BBR1 Folder. First Production Run, Limited Edition, erste seiner Zeit, seiner Generation. Gab 75 Stück davon und diente als Vorlage für alle folgenden. Folder war damals die Zusammenarbeit von Bastinelli und diesem Messersammler Monsignor von London. Und er wurde damals auf der USN Las Vegas Show mal geschwind ausverkauft und seit dort kursieren diese ersten ihrer Art nur noch in Sammlerkreisen. Ja, krasses Teil. Wie unschwer zu erkennen und auch hier drin nachzulesen, wurden sie von Line Steel produziert. Hat hier aber nicht nur eine G10-Schale, sondern hat noch eine Platine drunter. Hier drüben Titan Framelock ist verriegelbar. Dann wird es zum Fix. Sauberer Lock. Krasses Design. Ja, gut, Bastinelli-Messer sind keine Messer von der Stange. Kein Mainstream, die sind immer etwas anders. Aber hat eine gute Handlage. Gutes griffiges G10, Glassbreaker, Clip läuft gut. Auf dem glatten Titan kriegt man das immer ordentlich in die Hose gefädelt und wieder raus. Schöner Framelock. Sitzt schön mittig. Ja, cool. Sind halt inzwischen recht teuer auf dem Secondhand-Markt. Aber ja, muss man mal gesehen haben, ne? Größenvergleich kann man ungefähr sagen, kommt hier gut an das Magna ran. Sind so dieselben Abmessungen. Wir haben auch hier eine 95 mm Klinge. Eine Gesamtlänge von fast 22 cm, also kein kleines Messer. Hat eine Klinge aus D2 bekommen. Und hier eben Titan G10 Framelock, wiegt knapp über 150 Gramm. Also ein ausgewachsener Folder für große Hände geeignet. Aber ich denke mal, das ist dann eher was für die Sammlervitrinen als für den alltäglichen Gebrauch. Hat einen interessanten Standoff hier dazwischen. Mit so rundrum geriffelt. Hat keinen Nutzen, sieht aber cool aus. Backspacer sieht auch gut aus. Krass. Ja, da habe ich auch wieder ein exotisches im Videoarchiv. Muss natürlich auf jeden Fall gefilmt werden. So, ist doch auch eine schöne Farbkombi, dieses olivfarbene G10 mit dem roten vom Güdesein-Messerchen. Okay, Freunde, das war's aus der Exotenecke und wir sehen uns mit Sicherheit wieder mal zu so einem abgefahrenen Folder. Bis dahin, ne, Freunde, immer schön Messerchen einstecken. Okay, Freunde, macht's gut. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.